Ein Geheimnis zu bewahren, ist kompliziert geworden in unserer durch das Internet vernetzten Welt. Das zeigen zum Beispiel die Enthüllungen durch den Whistleblower Edward Snowden. Und längst bieten Journalisten anonyme Online-Briefkästen für potenzielle Informanten an. Auf Plattformen wie WikiLeaks warten Millionen als geheim eingestufte Originaldokumente auf Leser. Der Staat wirkt in dieser Situation oft überfordert und versucht sich zu wehren. Im Fall des Blogs Netzpolitik.org etwa eröffnet der Generalbundesanwalt gegen Markus Beckedahl ein Verfahren wegen Landesverrats, als dieser Dokumente des Verfassungsschutzes veröffentlicht, die als Verschlusssache eingestuft sind. Wenn ich der Meinung bin, dass ein Dokument für den gesellschaftlichen Diskurs wichtig ist und der gesellschaftliche Mehrwert höher ist als das Interesse des Staats, dass darüber nicht geredet werden darf, dann ist es eigentlich meine Pflicht, über diese Dokumente zu berichten und sie auch online zu stellen. Ob das Blog tatsächlich Staatsgeheimnisse verraten hat, beschäftigt mehrere Gutachten. Eines gibt der Verfassungsschutz sogar selbst in Auftrag. Der Staat weiß also selbst nicht so genau, was ein Staatsgeheimnis eigentlich ist. Entsprechend schwierig ist es zu kontrollieren, ob Geheimes wirklich geheim sein muss oder ob es einfach ein praktisches Etikett für Behörden ist, um unangenehmes Nachfragen zu verhindern. Es gibt ja wenig absolute Konstanten im Leben und Geheimnisse sind keine davon, weil Geheimnisse wie Gesetze auch letztlich eine gesellschaftliche Norm sind, die verhandelt wurde und immer wieder verhandelt wird und verhandelt werden muss. Klar, auch in einer Demokratie darf es prinzipiell Geheimnisse geben. Der Staat kann den Bürgern sensible Informationen zumindest zeitweise vorenthalten, wenn durch die Veröffentlichung Gefahr droht, zum Beispiel bei militärischen Informationen. Problematisch für die Bürger ist aber, die Geheimniskrämerei wird einseitig betrieben. Es gibt ein Missverhältnis zwischen einem Staat, der sich immer mehr für die Geheimnisse seiner Bürger interessiert und selbst einen immer größeren Vorrat an geheimen Akten anhäuft. Wenn Behörden so vorgehen, dann verwässern sie das gesamte Konzept des Geheimnisses. Es kann nicht alles geheim sein und bei allen, die damit umgehen, sinkt dann das Interesse dafür, das auch geheim zu halten. Außerdem spielen für Journalisten anonyme Hinweisgeber, die sogenannten Whistleblower, eine große Rolle. Sie bringen durch ihren Geheimnisverrat Recherchen oft erst ins Rollen. Rechtlich aber sind sie kaum geschützt. Juristen wie Ulf Burmeier fordern deshalb bessere Bedingungen dafür. Im Interesse der Allgemeinheit, Missstände innerhalb von Unternehmen oder auch innerhalb von Behörden offenzulegen, ohne fatale Konsequenzen, zum Beispiel für die eigene Karriere oder gar strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Und schließlich hat die Digitalisierung auch den schieren Umfang des Geheimnisverrates stark verändert. Gab es früher ein paar heimlich kopierte Akten im Papierumschlag, haben Beteiligte es heute mit riesigen digitalen Datensätzen zu tun. Ein Mensch alleine reicht meist kaum noch, um diese durchzuarbeiten. Ausgerechnet die so wichtige Zusammenarbeit mit Datenexperten und Informatikern wird nun aber rechtlich erschwert. Durch den im Herbst diesen Jahres definierten Straftatbestand der Datenhehlerei. Es entsteht rund um das Whistleblowing, rund um geleakte Dokumente, quasi ein Minenfeld strafrechtlich betrachtet. Und das ist sicherlich keine Situation, in der Whistleblower sinnvoll arbeiten können. Für Journalisten wie Beckedahl wird die Gesetzeslage also eher noch undurchsichtiger. Zwar kann er ziemlich sicher sein, dass den Landesverratsparagraphen so schnell wohl niemand mehr aus der Schublade holen wird, um gegen Journalisten und ihre Quellen vorzugehen. Der Staat hat aber noch genug andere Möglichkeiten, Geheimnisverräter zu verfolgen. Und diese Unsicherheit schadet allen. Den Bürgern, denen Informationen vorenthalten werden, und dem Staat, der vor lauter Verschlusssachen das wirklich Geheime und Schützenswerte nicht mehr schützen kann.